Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir uns den Aussichtspunkt hier geholt und ich würde mal sagen, bevor wir jetzt gleich mit der Hauptmission weitermachen, holen wir uns noch einen weiteren Aussichtspunkt, dann haben wir die zwei schon mal weg und die anderen beiden kann man ja so zwischendrin einfach nochmal machen, ne? Vielleicht zum Ende der Folge von irgendeiner. Die Typen hier haben wir übrigens eben erledigt. Also eben für mich, für euch, vorgestern. Wie gesagt, die anderen beiden Aussichtspunkte, die machen wir einfach mal, keine Ahnung, irgendwann mal. Wird sich sicherlich noch einen Zeitpunkt finden. Stopp! Stopp! Penis! Stopp! Alter, wie schnell ist er? Krass. Ja, dann hau halt ab. Da habe ich auch keinen Bock dann mehr. Nee, dann will ich auch nicht mehr. Ein Schiffsunglück? Ist jemand gestorben? Wo ist denn der Aussichtspunkt? Arsenale di Venezia. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Ist der da drin, ne? Oh. Ja, scheint fast so, ne? Ach du Heilige, da hinten ist auch noch einer, glaube ich. Wie sollen wir denn da hinkommen? Okay, erstmal holen wir uns den Gringo da hinten. Schnauze, stirb. Kollega. Und zieh uns nicht mit runter. Mit deiner schlechten Stimmung andauernd. Kommen wir denn da drüben hin? Na, da halte ich halt nicht fest. Ma. Ich will damit jetzt auch nicht zu viel Zeit verlieren. Nee, komm. Wobei, eigentlich müssten wir es machen, falls wir dann hier hin müssen. Hätten wir es halt gleich schon, ne? Ich glaube, wir müssen hier auch in Kürze sogar hin. Weil die nächste Mission ist... Ma, ist da unten. Da wäre es eigentlich schon wichtig, dass wir die Aussichtspunkte hätten. Dass wir uns hier einen Überblick verschaffen können. Aber gut, wir machen einfach mal die nächste Mission. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir es dann machen. Vielleicht machen wir es auch während der Mission. Geht ja, glaube ich, auch. Ne? Hallo. Haha, ich bin tot. Korrekt, mein Freund, korrekt. So, hier ist ja diese eine Kathedrale. Nee. Da hinten ist die Kathedrale, die ich meinte. Also hier so, ne? Boah. Alter, ich wollte eigentlich nur auf die untere Dingens springen, aber das hat nicht so ganz geklappt, leider. Was willst du denn von da drüben, Junge? Kriegst mich doch eh nicht. Machen sie immer einen, auch wenn sie voll den Skill hätten, dabei kriegen sie mich hier drüben ja gar nicht. Wow. Und selbst wenn sie mich kriegen, ich trotze den Bastarden. So, da unten hinspringen geht aber, oder? Wunderbar, wunderbar. Zum Kotzen. So, hier müssen wir hin. Ist das nicht der Typ mit der Bianca? Ihr habt ja gesagt, ich freue mich schon, wie sie aussieht, ne? Quartiergenerale di Bartolomeo di Alviano, genau. Bin ich aber gespannt jetzt. Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca, wenn ihr etwas geschehen ist. Aha! Oh, meine Liebste. Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Was? Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Das ist Bianca? Naja, gut. Lass niemanden zurück. Die Söldner befreien, die im ganzen Bezirk Castello gefangen gehalten werden. Jo, machen wir. Nachdem ich mich kurz geräuspert habe und mein Bild auf einmal weg ist, jetzt ist es wieder da. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so, dass das andauernd weggeht. Genau wie meine Stimme gerade. So, wo sollen wir denn hin? San Zaccaria? Da wollen wir ja nicht hin. Schauen wir kurz auf die Karte.
Ja, ist okay. Ist okay. Nochmal auf die Karte. Da kommt ein Musikspieler. Ich hasse ihn. Da sollen wir hin. Das ist ja hier gleich in die Ecke. Lass mich! Nee, komm, ich geb dem gleich Kohle. Hier. Und jetzt... Ne? STF und so. Warnung Sperrgebiet. Okay. Da ist ein Brief. Den hänge ich mal gerade ab. Schwupps. Bam. Oh, hat nicht ganz gereicht. Toll. So, oh. Scheiße, das war dumm. Hier rein. Okay. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Die sind wieder weg. Sehr schön. Ich gehe mal gerade nach oben hier. Pass mal auf. Was sollen wir mit denen machen? Den Käfig ins Wasser, sage ich. Hallöchen! Na? Wo denn? Geh und sag's deinen Freunden. Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Wir würden mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Gut, hier lang. Nee, eigentlich nicht, aber dann... Naja, auf geht's. Eigentlich mag ich so NPC-Kämpfer hier in Assassin's Creed nicht, weil die sind meistens einfach nur strunzdoof. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber es ist so. Mal gucken, vielleicht können sie uns ja ein bisschen helfen. Was? Was denn jetzt? Oh, was macht ihr denn, sag mal? So, seht ihr, wie einfach das ist? Ganz easy eigentlich. Na? Scheiße, ich hätte von hinten kommen müssen. So wie es mag. Schön von hinten. Und zwar so. So, jetzt aber. Plündern tue ich den jetzt nicht, weil pff, die haben eh immer nur 3 Cent dabei. Oder 3 Florin. Aber, pff, ne? Wisst ihr ja. So, bleibt mal stehen. Hier ist doch bestimmt wieder irgendeine kleine Gruppe von Feinden, die uns an die Gurgel will. Ah, ja, ich dachte es mir fast schon. Ja, was denn? Bam! Ich bin hier bei euch, Brüder. Und du auch. Na komm. Na also. Superb. Hey. Penis. Bist du denn? Jetzt mach hier mal nicht einen auf König, ja? Okay, ich kümmere mich einfach aufs... Ich konzentriere mich einfach aufs Kontern. Das ist bei den Typen echt das Beste. Mit ihrem pimmeligen Fleischermesser. Na komm. Unsere Kollegen hier machen aber auch gar nichts. Wow. Nun, wie willst du gehen? Giuliano oder mal ein bisschen provozieren. Stavolta, tua madre non può aiutarti. Genau. Sehe ich genauso. Zack. Mein Gott, hat sich das jetzt gezogen hier immer. So, da sind eure Freunde, guck mal. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Nee, ich will nicht noch mehr von euch. Geht weg. Ihr stinkt. Naja. Probier mal's. Da kommt gleich eine feindliche Truppe um die Ecke. Die sehen uns aber nicht. Sehr gut. Ah, die laufen weiter, okay. Das heißt, wir biegen hier ab. Oh. Oh, dass die immer kommen müssen, wenn man sie nicht braucht. Hier. Mann, geh doch mal weg. Und stopp. Okay, da vorne sind sie. Gehen wir mal hier aufs Dach, gerade. Pass mal auf. Hier rüber und darüber. Ich hörte, dass Marco ihn zu dem machte, was er ist. Und jetzt wird er an Silvio weitergereicht, wie ein Hund. Und du bist jetzt tot. Bams! Au! Ich könnte dein Vater sein. Ja, und jetzt? So, da kommen sie. Au! Hey, das war aber unfair jetzt. Alter, war ich nicht drauf vorbereitet.
Alter, was will der denn mit seiner dicken Penis? Okay, pass mal auf, wir schnappen uns mal gerade die Pistole. Und damit... Nein! Scheiße. Oh, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee gewesen. Ich will den Typenblatt machen hier, das gibt's doch nicht. Weil der mit der Badike ist echt übel, sag mal. Boah, du Penner. Boah, wie der mir auf den Sender gerade geht, Mann. Du Schweinekind. Weil du auch nicht blocken kannst, weißt du? Das nervt. Boah, Alter. Bist du sicher? Ich habe ihn verloren. Ja, du bist ein ganz schöner Vollpfosten, Alter. Was? Boah, was soll man denn gegen den machen? Das ist doch unglaublich. Hier hoch, komm, hier hoch. So. Jetzt die Pistole. Nein. Und... Bam, du Wichser, Alter. Sorry für den Ausdruck. Zack. Auch wenn er um Gnade winselt, ist mir scheißegal, Alter. Den Badikentyp möchte ich aber gerne plündern. Ich glaube, der könnte was Stylisches dabei haben. Ja, toll. Deshalb war er so stark, oder was? Krass. So. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Naja. 4000. Yeah, lasst niemanden zurück. Das war's schon. Der absolute Hammer. So, und hier ist ein Gebiet, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Wir tun gerade mal hier den Typen bestechen. Zack. Hör mal zu hier. Und dann... Nee, so war das nicht. Warte, wie war das? Genau. Ich vergesse es aber auch immer wieder. Aber so viel hat das jetzt auch nicht gebracht, ne? Können wir hier vielleicht nochmal hochgehen gerade? Nein. So, hier hoch und dann... Gerade nochmal hier hoch. Wo ist denn das? Wo ist denn der blöde Brief jetzt? Hä? Egal. Den habe ich bestimmt übersehen. Ich meine Arsch für verwetten. So, wir gucken mal, dass wir hier vielleicht doch nochmal einen Aussichtspunkt zustande kriegen. Zustande kriegen? Vielleicht sehen wir drüben. Das wäre eine super Idee. Wo ist denn der? Da hinten. Und der ist scheinbar nicht in dieser Megakathedrale hier. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es, sagen wir es mal so. So, hat super geklappt. Und dann, ja, müssen wir ins Wasser hüpfen, ne? Ja, dann auf geht's. Whee! Platsch. Ah, die Katze ist wieder da. Die kennt er ja bereits aus anderen LPs. Jetzt übernimmt sie auch Assassin's Creed. Dieses kleine, dreckige Pelzvieh. Halt's Maul. Nein. Jetzt nicht. Die Katze hat den Verstand bestimmt verloren. Ja, da gehe ich auch schon lange von aus. Die hatte ehrlich gesagt noch nie einen, glaube ich. Also ist jetzt wirklich ernst gemeint. Ich meine, die Katze hat wirklich an einer Schachtel. So. Dann haben wir den Aussichtspunkt wenigstens schon mal. Kann ich heute Nacht wenigstens beruhigt schlafen? Oh, wie, klappt. Aber ich glaube hier nicht, ne? Ich sehe uns, ich sehe uns schon runtergefallen, Alter. Nein. Oh, you spin me round, round. Boah. Baby, I'm round, round, round. Wie auf dem Kirchenkreuz. Ach, cool. Geil. Wups. Auch wieder ganz schön hoch, der Teil. Ich will ja fast schon wieder sagen, der höchste, aber das wäre bestimmt wieder gelogen. Karte aktualisiert. Und ich möchte fast schon ins Wasser springen. Einfach nur zur Sicherheit. 54 von 66 Aussichtspunkten. Ja, ich möchte ins Wasser springen. Hui! Bam! Geil. Das muss ja der Adrenalinrausch sein, wenn du von so hoher Höhe ins Wasser springst. Ich meine, das kann auch echt derbe wehtun. Also Querschnitt lässt grüßen, ne? Aber ich stell's mir trotzdem irgendwie lustig vor.
Also jetzt nicht so lustig, dass ich es gleich morgen ausprobieren will, aber lustig bestimmt. Aber auch gefährlich, ne? Ist halt so. So, dann schnappe ich mir noch den Brief hier. Zack. Bam. Und dann holen wir uns noch die Codex-Seite. Hey, bist du vom Affen gebissen? Willst du dir das angucken? Ey. Ja. Wollen wir jetzt wieder schön brav sein? Ja. Bist du denn für ein Psycho, Alter? So, weißt du was? Den Wichser holen wir uns jetzt. Ist mir scheißegal, Alter. Hallo. Guck mal. Und was ist jetzt, hm? Wollen wir heute wieder schön brav sein, ja? Ja, wollen wir Ezio all seinen ganzen Stuff geben, ja? Ja? Psycho, Alter. Ich glaub, mir wird schlecht. Ja, solltet ihr auch, ja? Alter, voll am Ausragen, ey. Was? Nein! Oh mein Gott, was ist denn hier los? Voll der Hühneraufstand. What's going on? Wieso rennt der Typ weg? Sag mal. Ja! Zack. Und du stirbst auch. Einfach, weil es geil ist. Menschen zu töten. Ja? Der lässt mich jetzt echt nicht mehr los, der Typ. Oh, cool, Medizin, sauber. Müssten wir auch gleich nochmal gucken, die Vorräte, aber das holen wir uns jetzt nicht mehr heute. Wir holen uns jetzt noch die Codex-Seite. Und dann ist alles gut. 26 haben wir, glaube ich, jetzt. Das ist eine sehr gute Anzahl, haben wir auch fast alle. Bin ich mal gespannt, was wir da als Belohnung kriegen. Das werden wir sicherlich in einer der nächsten Folgen erfahren. Doch nicht mehr heute. Denn diese Folge ist nun vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss. Und haut rein.